Hi, hier ist Pascal Heck vom Playmakers Football Shop. Heute stellen wir euch die Cutters X40 vor. Dafür haben wir uns Jan Hilgenfeld von den Dresden Monarchs als Unterstützung rangeholt. Er ist Receiver und auch Kicker, spielt sowohl auch bei den Monarchs als auch in der Nationalmannschaft. Jan, was meinst du denn zu den Handschuhen? Du hast sie jetzt hier schon an. Wie sitzen die dir eigentlich? Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ja, die sitzen super eng und ich bin erstaunt, wie schön das Material sich an den Händen anpasst. So. Jetzt sind ja Cutters vor allem bekannt für den Grip. Man sieht ja immer das Bild hinten auf der Packung, wie die hier mit drei Fingern halten. Wie haben die sich denn bei dir bisher im Spiel bewährt, wenn du jetzt nochmal den Grip nimmst? Ja, vom Grip her sind die super. Der Ball, der bleibt in den Handschuhen stecken und will da auch nicht wieder raus, gefühlt. Ich bin super zufrieden damit. Mhm. Mir ist aufgefallen, als ich verschiedene Handschuhe ausprobiert habe, dass die Cutters relativ dick sind, also im Vergleich jetzt zu Nikes oder auch den Reebok, die es vorher noch häufig gab. Findest du das eher gut oder wie hast du das empfunden? Ja, ich persönlich finde die Steifigkeit der Handschuhe super. Damit kann man erstaunlich gut blocken und man fühlt sozusagen eigentlich den Gegenspieler gar nicht. Also ein bisschen als Schutz quasi, ohne dass sie padded sind, weil das sind sie nämlich nicht. Genau, ne? Das sind sie nämlich gar nicht. Trotzdem, durch das Leder, das hier oben drauf ist, ja, wirkt der Kontakt wie gar nicht da gewesen. Ja, okay. Passend tut es auch ganz gut, sagst du. Thema Style. Was würdest du sagen, wie findest du Cutters auch im Vergleich zu anderen Marken? Also ich persönlich finde die Cutters sehr stylisch. Vor allem, weil die einfarbig sind und die einzelnen Farben doch in einem gewissen anderen Ton sind. Vor allem die Spitzen hier mit dem Cutters-Logo und hinten auch nochmal das Cutters-Logo. Das gefällt mir sehr gut. Und ich finde die sehr stylisch. Ja, also mir gefällt auch das Solid ganz gut. Die anderen Handschuhe, die wir auch anbieten, die haben dann hier weiß noch zwischendrin, aber Solid rockt irgendwie noch ein bisschen mehr. Ja, also ich würde sagen, rundum eigentlich ein guter Handschuh, auch für alle möglichen Positionen, nicht nur als Receiver des Wirtsspiels, sondern auch DB oder Tight End und so weiter, weil man ja auch durchaus damit ganz gut blocken kann. Fazit, was meinst du da noch? Du würdest... Also ich würde sie definitiv kaufen, weil... Ja, der Grip ist eigentlich bei Handschuhen das Wichtigste und der ist definitiv vorhanden, vor allem auch bei Regen, was mir auch persönlich sehr wichtig ist. Und ja, wenn der Style passt, dann passen die Handschuhe auch. Alles klar.